Jo, ach, hier fehlen immer noch die, naja, die Halbsteine. Naja, aber hier wächst es langsam immer schön runter. Das ist herrlich. So muss das sein. So langsam wuchert das hier wirklich zu. Herrlich. Auch hier wuchert das zu. Auch hier ist es schon zugewuchert. Geil. Einfach nur geil. So. Würde ich sagen. Ab in den Nether, ne? Oh, das Kies sehe ich gerade. Den brauchen wir ja irgendwann nochmal. So. Und ja, hier haben wir eigentlich auch alles. Das Einzige, was wir hier nicht haben, ist eine Tür. Genau. Eine Tür brauchen wir nicht. Wir brauchen Glowstone. Zurzeit sind wir hier ohne Monster unterwegs. Habe ich den Nether schon mal überhaupt damit gesehen? Nee, ne? Mit dem Texture Pack? Ich glaube nicht. Genau. Wir folgen hier einfach mal dem Fackelweg. Ich hätte jetzt Nethersteine mitnehmen können. Da hinten geht's weiter. Schon hätte ich jetzt Nethersteine mitnehmen können, um halt abzubauen. Moment, hier muss man aufpassen. Oh, verdammt. Alter, wenn ich mich damit mit Effizienz durchkloppe, dann habe ich aber richtig ein Problem. Egal. Das sollte reichen an Stein. Das geht schnell. Ebenso schnell wird auch die Spitzhacke verbraucht. Soll man kaum glauben. Aber ich möchte da oben irgendwann an den Glowstone ran. So. Da oben haben wir schon wieder Glowstone. Ja, normalerweise habe ich gedacht, ich mache das jetzt nur mit Monstern. Aber ganz ehrlich, ich möchte auch jetzt ein bisschen aufs Bauen fixiert sein. Ihr könnt ja mal versuchen, die, die noch mit zuschauen hier regelmäßig, ob ich vielleicht doch in den Creative-Modus gehen sollte, um das Ganze hier, wie diese Redstone-Stadt im Creative-Modus zu bauen, um auch mehr Designmöglichkeiten zu haben. Momentan haben wir die nämlich kaum. So. Weil Designmöglichkeiten haben wir eigentlich nur die, die uns durch die, sag schon, durch die Baumaßnahmen hier möglich sind. Es gibt ja Sachen, die kriegt man ja so gar nicht im Survival-Modus. Die bekommt man ja wirklich eigentlich nur durch den Creative-Modus. Und später mit der 1.8-Version wird das sogar immer schlimmer. Weil durch die neue Zone, die da reingekommen ist, hier diese, oh Schande, die neue Zone, die dazu gekommen ist, hier dieses Ozean, diese Ozeantempel, da sollen ja richtige Bossgegner drin herrschen, und damit man erst da an irgendwas rankommt. Und wenn man das haben möchte, das kriegt man es gar nicht in der Masse, wie man es vielleicht braucht. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt hier im Survival, ja, eine Bibliothek bauen will. Überlegt mal, wie viele Bücher oder wie viele Rinder ihr abschlachten müsst, nur um eine Bibliothek zu bauen. Das geht teilweise auf keine Kuhhaut. Sogar ein geiler Wortspiel, aber. Aber so ist es doch. Die Möglichkeiten, die man eigentlich so im Survival hat, sind extrem begrenzt. Mal gut, dass ich das so gemacht habe. Mal gut. Sonst wäre es jetzt gerade abwärts mit uns gegangen. Ja, die Möglichkeiten sind halt begrenzt. Sowas hier abbauen im Survival-Modus ist ja auch nicht das Problem. Man zieht durch die Gegend, baut ab, holt das Ganze. Aber es gibt Sachen, die braucht man später, kann man nur von Monstern holen. Ja, und da ist es dann halt irgendwann, ja, wie soll man sagen, die Möglichkeiten sind irgendwann mal zu Ende, um das wirklich voll ausreizen zu können. Ach, da oben würde es weitergehen, theoretisch. Wo holen wir uns jetzt die nächsten?
Da hinten sehe ich was. Ein großes Vorkommen. Da möchte ich gerne hin. Damals habe ich mich, glaube ich, hier mal durchgegraben. Ja, habe ich mich mal durchgegraben. Definitiv. So. Und weiter. Ja, da kommen wir wahrscheinlich sogar gut ran. Es ist einfach nur hoch. Da würde ich sagen. Und hoch. Habe ich schon gedacht, die Möglichkeiten sind aber nur begrenzt im Survival. Da ist Creative Modus doch um einiges effizienter. Und ich meine wirklich effizienter. Die Sache ist jetzt wirklich die. Auf der einen Seite möchte ich gerne im Survival-Modus, im Creative-Modus spielen, weil man einfach die Möglichkeiten hat. Auf der anderen Seite ist natürlich die Survival natürlich auch reizvoll. Deshalb, also natürlich, ja, gut, natürlich muss man im Survival, wenn man Creative-Modus spielt, ganz andere Maßstäbe setzen, bin ich der Meinung. Es hat also keinen Sinn, jetzt also einfach so ein viereckiges Haus hinzusetzen und sagen, das ist jetzt ein Haus. Also, ne, 1, 2, 3, 4 Steine und ich habe jetzt ein Haus. Das kann man dann im Creative-Modus nicht mehr sagen. Aber man braucht im Creative-Modus, braucht man eigentlich ein Haus gar nicht. Man designt dann eigentlich komplett fertig. Deshalb ist es vielleicht doch vielleicht, deshalb ist die Frage, Creative-Modus ja, nein oder nur begrenzt Creative-Modus. Es gibt Sachen, die brauchen eigentlich eine extrem große Basis. Wie jetzt zum Beispiel so eine Redstone-Stadt. Das Redstone, was wir brauchen werden, das wird Unmengen sein, das weiß ich jetzt schon. Und wir können teilweise gar nicht so viel, glaube ich, abfarmen, wie wir. Ui. Ui. Naja. Wie wir eigentlich, glaube ich, zum Schluss brauchen. Deshalb die große Frage, soll ich die Redstone-Stadt im Creative-Modus bauen oder doch wirklich alles versuchen, im Survival-Modus zu bauen, wirklich alles? Oder sage ich jetzt schon, da werden wir Ewigkeiten dran sitzen, um nur ansatzweise was Vernünftiges herzustellen. Man sieht ja jetzt schon, wie lange ich eigentlich an dieser Redstone-Stadt sitze und bis jetzt nichts geschaffen habe. Der ist, glaube ich, weg. Wirklich was geschaffen habe ich nicht. Oder geschafft. Geschaffen habe ich schon, aber geschafft habe ich noch nichts. Weil, musst ihr euch mal überlegen. Ah, ne, da unten ist er. Ui, oh, hier ist eine Höhle. Höhlenerkundung. Oder auch nicht. Ja gut, hier gibt es nichts zu erkunden, ganz ehrlich. Ich habe hier schon Höhlen durchforstet. Ich glaube ihr auch, da braucht ihr nichts erkunden. Da gibt es nichts zu erkunden in diesen Höhlen. Ich habe noch nie was gefunden in den Höhlen. Wir werden auf jeden Fall dieses Vorkommen da hinten abbauen und auch das Vorkommen. Ja, deshalb, ich weiß nicht, also ihr könnt jetzt langsam entscheiden, soll ich vielleicht doch, wie komme ich darüber? Soll ich dies Redstone-Stadt alles im Survival bauen oder darf ich in Creative-Modus gehen? Eigentlich ist es meine Entscheidung am Ende. Aber wenn ich keine Antworten kriege in die Community, Community wollte ich sagen, in die Kommentare, ist es meine Entscheidung. Kriege ich Antworten? Nein, lass es ist scheiße. Oder ja, mach es. Dann ist es natürlich wieder was anderes. Wie zum Teufel? Ach, da komme ich rüber. Aber wie zum Teufel bin ich darüber? Wie zum Teufel habe ich das gebaut? Egal. Ja, wenn ihr sagt, jo, mach es, es ist deine Entscheidung, jo, dann werde ich es machen. Auf jeden Fall, weil es ist doch viel einfacher und es gibt mir mehr Möglichkeiten. Ich würde sagen, hier waren wir schon mal. Ja, hier haben wir sogar eine Werkbank hinterlassen. Respekt. Ja, hier meine Werkbank überlassen. Hinterlassen, hier nur kein Holz. Ich habe nur kein Holz dabei.
Da geht's hoch. Wo geht's runter? Hier geht's runter. Ja. Da-da-dam, da-dam, 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 da-dam. Da-dam? Nein. Ast dran. Da muss ich jetzt irgendwie hinkommen. Ja. Na. Wo bin ich jetzt hier? Hier bin ich. Irgendwie bin ich da auch anders hingekommen. Ach, da ist der Abstieg. Ups. Upsi. Irgendwo hatte ich so riesiges. Da ist es. Irgendwo hatte ich so ein riesiges. Ja. Man sollte auch richtig gucken. Hm. Ja, definitiv. Wenn ich das ganze Vorkommen behalten möchte, muss ich basteln. Zack. Ja, das sollte unseren Ansprüchen genügen, würde ich sagen, ne? Ja. So, und los geht's. Und weiter. Ja. Ja, wenn man natürlich in Creative-Modus zu Redstone statt wechsle, dann ja, dann, was soll man sagen? Liebe zum Detail, ja, das ist eigentlich, was ich bringen muss. Liebe zum Detail, das heißt auch mal Versuche fahren, Experimente fahren. Wie sieht das mit dem Holz aus? Wie sieht das mit dem Holz aus? Da kann ich dann nicht mehr so lustlos, wie ich es einfach. Oh, alles abgebaut. Autsch, wie ich es einfach bis jetzt gemacht habe, bauen. Vielleicht doch einiges verloren gegangen. Schade. Ja, wie schon gesagt, ich muss da dann wirklich ein bisschen aufs Detail achten. Ansonsten werden wir da, oder werde ich ja nichts Schönes schaffen können. War klar, dass hier unter Feuer ist. Das machen wir erstmal weg. Das hat ja keinen Sinn hier. Sehr schön, das kann man natürlich gleich abbauen. So, das sollte dann auch erstmal wieder reichen. Was wir dann hier abgebaut haben, dann geht es wieder zurück. Ja, ich mache mir eigentlich später nur Gedanken über das Redstone. Weil man sieht ja jetzt schon, wie viel Redstone wir verbraucht haben und wir haben eigentlich noch nicht mal richtig angefangen. Wir brauchen Redstone für die Repeater, wir brauchen Redstone für die Fackeln, wir brauchen Redstone fürs Redstone. Ja, für Redstone-Leitungen. Später vielleicht mal für Komparatoren, je nachdem, was wir für aufwendige Schaltungen wir bauen wollen. Also ich möchte hier weitaus gerne mehr mit Redstone machen. Aber halt, wir sind da halt doch sehr stark begrenzt. Wobei ich jetzt mit den Ressourcen, die ich gefarmt habe, wir eigentlich sehr gut ausgestattet sind. So, das war's eigentlich. Ich möchte jetzt wieder zurück. Halt. Der Fackel folgen. So. Ja. Gut, den Weg habe ich soweit gekennzeichnet. Der Rückweg ist einfacher als der Hinweg. Auch schön. Definitiv. So. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Doch, es ist der Weg. Hopp, aua. Gut, das heißt, wir müssen da hinten hin, genau. Ja, dann geht's auch schon zurück. Also wir hatten nun kurz einen Abstecher an Nether gemacht. Das reicht eigentlich auch an Materialien, was wir haben. So. Ja, wenn man hier Holz hätte, dann könnte man auch hier vom Prinzip schon fast überleben im Nether. Um Survival, wenn man hier hat Pilze, also man könnte gleich sich, glaube ich, Pilzsuppen machen aus zwei verschiedenen Pilzen. Also Möglichkeiten, glaube ich, gibt es genug. Autsch.
Ja, hier ist um einiges mehr ausgeleuchtet. Ja, wir sind wieder auf dem Heimweg, das ist schön. Ja, so gegen Ende hin, wo wir jetzt hier wieder sogar nur am Laufen sind, möchte ich ein bisschen was anderes erzählen. Ich habe ja einen zweiten Channel, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Meine Xentons Bastel-Ecke als Video-Channel. Da habe ich ja Tutorials laufen vom KPC. Der KPC ist mir abgesoffen im Auto. Ja, ist mir abgesoffen. Cabrio, Auto, abgesoffen. Naja, man kann es verstehen. Bisschen doof gemacht. Deswegen konnte ich da noch keine weiteren Tutorials hochbringen. Und weiter habe ich ja noch dann meinen Vlog da begonnen. Da hatte ich ja gesagt, ich möchte alle zwei Wochen, hatte ich am Anfang dieser Aufnahme hier gesagt, wollte ich gerne was online bringen. Aber das hat mich leider ein wenig zurückgeworfen. Beziehungsweise es geht nicht, weil ich irgendwie auch nicht die Zeit habe zum Aufnehmen. Und das ist doch mit am größten das Problem. Die Zeit. Schon gesagt, ich muss sogar jetzt hier schon zusehen, dass ich hier genug aufnehmen kann. Hierfür und auch für das andere Let's Play. Ich möchte so, ich habe Themen, da habe ich mich gefragt, lohnt es sich Themen überhaupt im, oder lohnt sich überhaupt für mich ein Vlog? Habe ich überlegt, erstmal, nein. Ich habe Minecraft. Minecraft nutze ich zum Teil als Vlog, als Blog. Das fängt an bei banalen Dingen, die mich am Alltag stören. Oder wie größere Dinge, die mich dann auch stören. Und ich muss sagen, ich möchte das Thema gleich nochmal kurz ansprechen, aber das mache ich gleich. Also ich benutze halt Minecraft auch als Blog. Aber ich kann bestimmte Sachen einfach nicht machen. Ich kann zum Beispiel jetzt hier nicht sagen, ich möchte gerne mal das Thema Spam behandeln. Spam im E-Mail-Ordner zum Beispiel. Klar kann ich das hier kommentieren, kann ich auch drüber reden. Aber ich kann hier keine Beispiele zeigen. Ich geht nicht, ich möchte hier einfach keine Einblendung von E-Mails, von Spam-E-Mails zeigen. Das möchte ich einfach nicht. Da habe ich mir gesagt, ah, das ist dann wieder ein Thema, welches ich dann in einem Videoblog machen kann. Da lohnt es sich dann wieder auf einmal sowas. Dann andere Themen. Wie zum Beispiel. Wie kann man sagen? Ja, andere Themen. Ich habe dann so Themen, wo ich einfach nur drüber reden kann. Wie schon gesagt, das Thema, deswegen wiederhole mich gerade mit, wie schon gesagt. Und zwar möchte ich gerade jetzt nochmal ein Thema ansprechen. Frauen und High Heels, die nicht drauf laufen können. Das Thema habe ich mal angesprochen. Ist nicht allzu lange her. Ich habe jemanden kennengelernt. Frau. Nicht einer aus meinem Bekanntenkreis. Ich habe jetzt vor kurzem kennengelernt, die Frau. Die sagt selber, Frauen oder junge Mädchen haben zum größten Teil nie beigebracht, sich wirklich richtig zu bewegen. Das sagt eine Frau, muss man sich überlegen. Eine Frau sagt über Frauen aus, dass die es nicht mehr gelernt haben, sich zu bewegen. Ja, und ich muss leider zustimmen, es stimmt. Man sieht so viele Haltungsschäden. Kerle haben von sich aus eigentlich kaum einen Haltungsschaden. Es gibt ganz selten, weil Kerle gehen eigentlich eher mit der Brust voraus. Ne? So selbstsicher, die gehen mit der Brust voraus. Frauen gehen mit dem Becken voraus. Und halten sich nur dann mal gerade, wenn es im Rücken zieht. Das ist sowas von Haltungsschaden. Also Frauen haben wirklich verlernt, mit sich zu bewegen, oder die kriegen es nicht beigebracht, nicht verlernt, die kriegen es gar nicht erst beigebracht, sich wirklich richtig zu bewegen. Oder zu stehen. Oder auf, in dem Fall absetzen zu laufen, klar, nicht jede Frau mag es auch absetzen zu laufen. Oder im Rock zu laufen, oder im Kleid zu laufen. Es gibt Frauen, die sagen, ah, mir gefällt kein Rock. Mag es alles sein. Mag es vielleicht unter anderem auch daran liegen, dass Frau nicht, oder wenn sie dem mal sowas anhatte, nach dem Motto, sieht sie im Spiegel, wie sie drin steht und es gefällt ihr nicht, kann ja passieren. Aber wenn sie schon gar nicht gelernt hat, in sowas zu stehen, so Körpersprache, die weibliche Körpersprache rüberzubringen, ja, kein Wunder, dass es ja nicht schön aussieht. Dann gefällt es einem auch nicht.
Ich habe mich mit der Frau da unterhalten, die ich gerade kennengelernt habe, und die sagt auch, also was da teilweise junge Dinger der Meinung sind, auf Absätzen und die laufen teilweise in Klamotten rum, sagt sie, das kann nicht angehen. Die laufen, die können nicht in diesen Klamotten laufen. Hoher Absatz, Rock, und es sieht so aus, es sieht einfach nur scheiße aus, kurz gesagt. Es sieht nicht aus wie, sondern es sieht einfach nur scheiße aus. Ja, und das ist so die Sache, wo man dann sagen müsste, langsam. Ja, wo ich sage, bei mir im Bekanntenkreis, die Frauen und Mädels, die ich so kenne, denen sage ich das, wenn es scheiße aussieht. Ich habe das Thema ja auch behandelt, Frauen einkaufen gehen und auch mal Meinungen sagen. Es kann sich nur was ändern, wenn man der Person sagt, dass es ändern muss, weil es einfach scheiße aussieht. Und es bringt nichts darüber zu lästern, hahaha, mit dem Finger drauf zu zeigen, die kann nicht drin laufen oder hahaha, die sieht scheiße aus, weil sie in den Schuhen nicht stehen kann, weil sie im Kleid nicht stehen kann, im Rock nicht stehen kann, weil sie einfach sich komplett falsch bewegt. Dann muss man es der Person sagen und nicht haha drüber lustig machen. Das ist das Schlimmste, was eigentlich jemand passieren kann, dass sich jemand lustig macht. Ich habe gar keinen Glowstone mehr. Upsi. Ich habe auch keinen Redstone mehr.